Hi, ich bin der Manuel, hier in der Redaktion zuständig für die Monitore. Ich zeige euch heute, wie ihr FreeSync bzw. G-Sync richtig einstellt, testet, ob es an einem FreeSync, G-Sync-kompatiblen Monitor läuft, was es alles zu beachten gibt und wie ihr das meiste rausholt. Ganz kurz erklärt, was macht das überhaupt, warum sollt ihr das überhaupt wollen und warum ist das überhaupt so toll, meiner Meinung nach zumindest. Die Herzrate des Monitors wird mit der Framerate der Grafikkarte synchronisiert. Das eliminiert einfach unschöne Bildrisse, zeige ich euch gleich in der Demo. Und man hat einfach ein viel geschmeidigeres Spielerlebnis. Wie man das überhaupt einstellt und wie man das testet, das zeige ich euch jetzt. Also ihr habt gerade euren frischen Monitor angeschlossen. Ich habe hier ein Gigabyte G32QC. Das ist ein WQHD 32 Zoll Monitor, kann nativ AMD FreeSync Premium Pro, wie es so schön heißt. Ist aber auch G-Sync fähig. Also wir haben ihn angeschlossen. Zunächst einmal gehen wir ins OSD. Da ist es nicht. Schauen, ob da FreeSync überhaupt an ist. Hier ist zum Glück schön oben eine Zeile. FreeSync Premium Pro on. Das ist quasi der Hauptschalter, bevor es überhaupt softwareseitig im Treiber aktivierbar ist. Ist hier standardmäßig an, kann man anlassen. Anschließend gehe ich in den NVIDIA-Treiber. G-Sync einrichten. Ist hier ein Menüpunkt. Wenn es im Monitor jetzt aus wäre, würde der Unterpunkt hier jetzt fehlen. Hier einfach den Haken reinmachen, ganz wichtig, hier unten auch. Also da wird gewarnt, ausgewähltes Anzeigegerät ist nicht als G-Sync compatible bestätigt. Ja, das heißt nur, dass NVIDIA das Ding nicht als G-Sync funktionsfähig getestet hat. Ich aber schon in dem Fall und kann jetzt schon sagen, das funktioniert hier genauso einwandfrei. Das muss nichts heißen. Ihr müsst nur wissen, ihr müsst hier zwei Haken zunächst machen, damit G-Sync an ist. Okay. Auf Übernehmen klicken. Dann bootet der Monitor ganz kurz neu, dauert eine Sekunde. Zack, ist wieder an, kann das zumachen. Ich minimiere es mal. Wenn ihr jetzt überhaupt keine Erfahrung habt mit G-Sync oder FreeSync, empfehle ich einfach mal, das in der Demo anzuschauen. NVIDIA hat da so eine schöne Demo, die sich G-Sync Pendulum Demo nennt. Die ist auch auf der Seite runterladbar. Wenn der Willi nett ist, packt ihr euch das in die Videobeschreibung runter. Ich starte die mal. Ich wähle hier mir die native Auflösung aus. Okay. Und sehe hier ein Pendel pendeln. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Zunächst zumindest, so soll es auch sein. Ich sehe keine Bildrisse. Hier oben kann ich einstellen. G-Sync, No V-Sync und V-Sync. V-Sync macht ja im Prinzip das Gleiche, also synchronisiert Bildrate und Bildwiederholrate. Nur einfach andersrum. Hier tanzt die GPU nach dem Monitor. FreeSync oder G-Sync ist deswegen umso viel besser, weil es einfach deutlich weniger Input-Lag hat und nicht die Framerate beeinflusst. Ja, ich sehe jetzt hier, ich kann hier FPS leider einstellen. Also ich kann hier runtergehen auf 20 FPS. Es ruckelt wie Hölle. Ich sehe hier auch dicke Bildrisse. Ich weiß nicht, ob man das im Bild sieht. Man kann hier ein bisschen ein anderes Pattern einstellen. An dem Balken sieht man es einfach viel deutlicher. Ich mache doch ein bisschen mal höhere Framerate. Da sieht man immer noch das leichte Zappeln von den Kanten. Das sind die Bildrisse, auf Hochdeutsch Tearing genannt. Je höher die Framerate ist, umso flüssiger ist der Balken, aber Tearing ist immer noch da. Die Risse werden zwar kürzer, Tearing ist aber einfach immer noch da, weil einfach beides nicht synchron ist. Also es ist kein Ruckeln. Ruckeln wird eher beeinflusst durch eine niedrige Framerate, mit hoher natürlich nicht. Ist alles flüssig, ich muss nur innerhalb der G-Sync-Range bleiben. Kann ich hier mit den Schiebereglern die Framerate und der Balken läuft geschmeidig. So viel in der Demo, in der Theorie. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch im Spiel checken. Das Ganze ist eine Demo. Also
Das muss aber im Spiel laufen. Also ich empfehle immer, mich nie wirklich immer nur sich an der Demo zu verlassen, sondern im Spiel kann das auch ganz andere Tücken haben. Also ich habe gemerkt, die Demo ist einfach kein eindeutiger Indikator dafür, ob das wirklich gut läuft und auch problemlos läuft. Darauf kommt es letztlich an. Also G-Sync Compatible soll ja auch ohne Bildaussetzer laufen. Deswegen nehme ich da ein Spiel. Ich nehme da gerne mal Overwatch her, einfach weil das für mich zum Testen praktisch ist mit einer Frame-Anzeige und weil hier die FPS direkt im Spiel einstellbar sind. Ich bin hier in Overwatch, um zu demonstrieren, um die Framerate erstmal hochzuhalten. Gehe ich in die Einstellungen, mache die FPS niedrig, also dass ich hier volle Kontrolle über die Range habe, bis hin zu, sage ich mal, 300 FPS. Der Monitor selber kann 165 Hertz, also das ist so ein aktueller Standard für einen guten und auch gleichzeitig günstigen Gaming-Monitor, was der von Gigabyte jetzt hier auch ist. Ich gehe hier ins Training. Wie gesagt, ich habe es noch nicht angeschaltet, ich sehe hier unschöne Bildrisse, das sieht man besonders, wenn man hier so strafed auf Hochdeutsch gesagt. An den Kanten gibt es einfach dicke Risse. Selbst bei, ich habe zwar 300 FPS, aber es ist einfach nicht schön. Ich könnte jetzt reingehen, V-Sync anschalten. Jeder Gaming-Monitor ist ja heutzutage mit FreeSync oder G-Sync oder beidem gesegnet. Von daher sollte man V-Sync allein heutzutage nicht mehr nutzen. Ich zeige es nochmal im Treiber. G-Sync ist an, aber habe natürlich immer noch Tearing. Ja, warum? Mag man jetzt fragen? Man muss einfach selber dafür sorgen, dass man innerhalb der FreeSync-Spanne ist. Also die geht bei einem 165-Hertz-Monitor nur bis 165 FPS. Die untere Grenze ist in dem Fall egal. Das ist einfach überholt. Also jeder Monitor, bei dem die untere Grenze mindestens die Hälfte von der oberen Grenze ist, da geht es theoretisch bis 1 Hertz runter. Von daher kann die euch egal sein. Ich kann hier in Overwatch in den Videoeinstellungen die Framerate begrenzen. Die könnte ich jetzt auf 165 genau stellen. Stell sie aber 2 FPS oder 3 ungefähr drunter. Warum? Ich will nicht ans obere Limit kommen, weil da laufe ich Gefahr, einfach bei G-Sync zusätzlichen Lag zu bekommen durch V-Sync, das in der Regel auch immer mit an ist. Klingt komisch, ist aber so. Deswegen hat man hier den geringeren Lag. Das haben wir und viele Kollegen auch vor uns einfach auch mit herausgefunden durch Input-Lag-Messungen. Also immer ein bisschen unter der Grenze bleiben und vor allem auch eine Framerate, sowieso allgemeiner Tipp, die Grafikkarte immer stabil schafft. Bei Ändern der Grafikeinstellungen immer schön Spiel neu starten, zur Sicherheit, damit auch wirklich alles so läuft, wie es soll. In dem Fall, ich habe ein Frame-Limit auf 162 FPS gesetzt, um unterhalb den 165 Hertz zu bleiben. Jetzt sehe ich aber an der unteren Kante, das ist so typisch für FreeSync-Monitore, mit die G-Sync laufen haben, immer noch ein kurzes Zappeln. Das liegt einfach an der Wahl des Frame-Limites. Also es gibt durchaus Unterschiede, wo ihr das FPS-Limit setzt, also ob im Treiber oder im Spiel. In der Regel ist es immer besser, also immer an sich das Beste, mit am wenigsten Lag im Spiel die FPS zu limitieren. Natürlich hat nicht jedes Spiel einen FPS-Limiter. In dem Fall heißt es einfach ein bisschen rumprobieren. In der Regel ist es so, dass man V-Sync zusätzlich anmachen muss. Also, das mag ein bisschen widersprüchlich klingen, dass V-Sync hier an ist. Das geht einfach in den 3D-Einstellungen. Vertikale Synchronisierung heißt das hier bei Nvidia. Ich mache das mal ein. Kann man auch im Spiel machen, aber wenn man systemweit G-Sync nutzen will, was man ja in der Regel tut, empfiehlt es sich einfach im Treiber zu machen. Ich fasse zusammen. FPS limitiert, V-Sync im Treiber an, G-Sync im Treiber an. Alles läuft, alles geschmeidig. Ich sehe
Null Tiering mehr, also nur schön geschmeidiges Spiel. So muss es einfach laufen. Ob G-Sync jetzt wirklich an ist, das kann man zum Beispiel auch, also nicht nur sehen, dass die Framerate nicht beeinflusst wird und einfach am Limit läuft, sondern viele Gaming-Monitore haben auch eine Herzanzeige, wie hier der Gigabyte. Die kann ich mir anschmeißen im OSD unter Refresh Rate hier on. Zack. Na? Ja. Hier oben steht zwar FPS, es sind aber die Hertz des Monitors. Der Monitor kann nur seine Hertz messen und nicht die FPS. Und dass das hier so zappelt, das zeigt mir, dass der einfach seine Aktualisierungsrate ändert und G-Sync einfach läuft. Würde ich jetzt die FPS weiter runtersetzen, müsste die Herzrate auch entsprechend runtergehen. Also ich habe jetzt 142 und ja, G-Sync funktioniert also. Den Frame-Limiter braucht ihr natürlich nur, wenn ihr gerade bei so Shootern an die obere Grenze kommt, wenn ihr so oder so wegen dem GPU-Limit innerhalb der Range bleibt, also viele aktuelle Spiele fressen ja einfach viel mehr Leistung. Wenn ihr da zweistellige FPS-Werte habt, dann muss euch das nicht stören. Dann läuft das natürlich ohne Frame-Limit. Ich würde es an sich aber immer setzen. So, jetzt hat nicht jedes Spiel einfach immer einen Frame-Limiter in den Grafikoptionen. Die meisten Shooter haben das. Also wenn nicht irgendein Konsolenbefehl, hier eine Videoeinstellung wie Overwatch. Ich mache das hier mal aus. Ihr könnt das auch systemweit setzen. Entweder im Treiber, der NVIDIA-Treiber kann das unter maximale Bildfrequenz. Hier kann ich die maximale FPS festlegen. Nun haben wir Kollegen gemessen, dass der treiberseitige FPS-Limit einfach zusätzlichen Lag erfordert, im Gegensatz zum Riva Tuner Statistics Server. Das ist ein kleines praktisches Tool, das immer auch mit dem Afterburner dazukommt, was der Tuner-Nerd von Welt sowieso installiert hat. Also, ich will das hier nur als Option zeigen. Empfehle aber einfach den halt Riva Tuner Statistics Server, der immer läuft, wenn ihr ein USD habt, und setzt es hier beispielsweise auf 162. Macht dasselbe, aber Messungen haben ergeben, einfach immer noch ein bisschen geringerer Lag. Also das ist eben das Tuning, die Optimierung, um der es jetzt auch geht. Dann ist das Ganze systemweit und es sollte eigentlich stabil überall laufen. So ist es, wie das läuft. Das ist es mit einer NVIDIA-Karte, mit einer AMD-Karte, weil das ja ein FreeSync-Monitor ist, der Gigabyte, sollte das genauso funktionieren. Ich stecke mal eben eine AMD-Karte rein und zeige das eben, wie das einfach damit funktioniert. Bis gleich. Willkommen zurück zur roten Fraktion. Für AMD-GPU-Nutzer ändert sich prinzipiell einfach nicht viel. Ein paar kleine Unterschiede gibt es da schon, deswegen zeige ich es euch einfach. Vielleicht habt ihr auch hierher geswitcht, weil der liebe Willi euch die Timestamps unten bei YouTube reingepackt hat und ihr einfach nur wissen wollt, wie man das bei AMD-Karten macht. Ich habe eine Radeon RX 5700 XT drin. Hier muss ich ja auch im Treiber, also sowieso wieder im Monitor-Menü, checke ich, ob FreeSync an ist. Sehe ich in dem Fall vom Gigabyte-Monitor hier. Dann gucke ich, ob das softwareseitig der Fall ist. Also wie auch bei NVIDIA ist bei AMD das Ganze in einem Menüpunkt. Hier ist es deaktiviert. Wie auch bei NVIDIA, wenn es im Monitor nicht aktiviert wäre, wäre das hier ausgegraut, würde hier stehen, nicht unterstützt. Ich aktiviere das Ganze. Sollte in dem Fall eigentlich laufen. Ich gebe auch nur hier gleich wieder den Hinweis, wenn ihr trotz aktivem FreeSync und innerhalb der Range noch irgendein Zappeln seht, irgendein Tiering, dann müsst ihr hier einfach VSync anmachen, was hier auf Vertical NOR Aufbau heißt.
Hier ist es auch standardmäßig, je nach Spieleinstellungen. Okay. Die Herzanzeige habe ich noch aktuell, läuft auf dem Desktop nativ mit 165 am Gigabyte Monitor. Ich zeige das wieder in Overwatch. Ich bin in Overwatch, komme hier im Spiel auf um die, je nachdem, 250 FPS. Sehe trotz FreeSync immer noch Tearing, einfach weil ich weit überhalb der FreeSync-Range hier bin, des Monitors. Je höher die FPS, umso kürzer die Risse. Also man sieht es kaum. Das ist ja auch immer das Argument, ja, man braucht es ja nicht unbedingt bei hohen FPS. Ja, je nachdem, es ist individuell, ob es jemanden stört. Also für mich als Adaptive Sync Fetischist, ich sehe das auch bei hohen Frameraten, mich wird das stören. Deswegen auch hier Framerate runter unterhalb der FPS der Monitore. Ich habe ein Frame Limit gesetzt, wieder leicht unterhalb der Grenze bei 162. Sehe die FPS-Anzeige zappeln, heißt FreeSync läuft. Sehe kein Tearing, heißt alles läuft wie soll. In dem Fall mit aktivierten VSync. Wie gesagt, keine Angst davor, es anzuschalten. Es ist nicht VSync aktiv, sondern auch wirklich FreeSync, sofern das auch an ist, was ja faktisch der Fall ist. Ein kleiner Unterschied, es gibt für AMD FreeSync seitens AMD keine frei verfügbare Demo-Software mehr, wie das Pendel für G-Sync. Es gab mal eine Windmühlen-Demo, die ist im Netz aber nicht mehr zu finden. AMD hat für FreeSync 2 HDR oder Premium Pro, wie sie es jetzt nennen, eine weitere Oasis-Demo veröffentlicht, die ist aber nicht öffentlich, hat sie nur uns Medien gegeben. Also das muss man hier auch wirklich im Spiel testen. Soll man sowieso, habe ich ja eh anfangs gepredigt, weil Demo ist immer so eine Sache. Also die Prüfstand-Modi gibt es nicht nur bei Abgasuntersuchungen von Autos. Deswegen im Spiel muss letztlich laufen und tut es ja auch. Wie gesagt, es ist hier, fassen wir zusammen, wichtig zu wissen, der Gigabyte G32QC funktioniert auch FreeSync, G-Sync gleichermaßen gut, auf voller Spanne. Das ist das Gute, auch wenn der hier, wenn ihr im Nvidia-Treiber davor gewarnt werdet, dass das Ganze nicht von Nvidia bestätigt wurde. In dem Fall wurde es aber von uns bestätigt, es funktioniert, wie bei vielen aktuellen Monitoren einfach. Das sind die Gigabytes dafür bekannt, dass FreeSync eben auch gut mit Nvidia-Karten läuft, beziehungsweise G-Sync, Adaptive Sync. Man nennt es, wie man es will, es ist das Gleiche. Hauptsache, es funktioniert. Ich wünsche einfach frohes, rissfreies Spielen und tschüss.